Willkommen zurück, liebe Mitstreiter bei Deponia im Dörfli Kuwak oder in der Stadt Kuwak, je nachdem, wie man es sehen will. Ich habe ja in der letzten Folge nicht wirklich unseren Eimer gefunden, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Bin mir aber nicht sicher, wie weiter. Darum habe ich mich entschieden, wie immer, wenn ich nicht recht weiterkomme, probiere einfach mal alles ein mit allem aus, was wir bis jetzt haben. Das muss nicht gewartet werden. Ach, Rufus. Das haben wir in der letzten Folge noch probiert. Ganz weiß ich, dort. Mit dem Schwamm. Dem Dartpfeiler. Denke ich ja auch nicht. Rezept. Ich habe mal gehört, dass Stierblut den Geist bitten. Das ist richtig. Roter Vorhang, das weiß ich auch schon, dass es nicht klappt. Ah, Schild. Aha. Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Ich verreck. Also, etwas, was ich sicher am allerwenigsten probiert habe, ist das. Machen wir gerade so weiter. Und heute, liebe Kinder? Das funktioniert. So wird das Messer nur. Was, wenn ich plötzlich. Halt. So wird das Messer nur stumpf. Was, wenn ich plötzlich eine komplizierte Herztransplantation durchführen muss? Ja, die hätte ich am liebsten falls dann mal nötig von dir, Rufus. Und ja. Heute, liebe Kinder? Der Trichter, das haben wir auch schon probiert. Also. Toro! Also das leider auch nicht. Ja, mit dem roten Vorhang. Was denn jetzt da über schwarze Blätter hier hängt? Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Oh, oh. Gleich nochmal. Wir können also auch fliegen. Nein, ich will eigentlich nicht drauf. Jetzt will ich nur noch das Blut abnehmen. Also das mit dem roten Vorhang. Irgendetwas mit dem muss zu tun, das habe ich schon gewusst. Aber dass man jetzt, ja, ja. Tja, ein geübter Matador, wie ich weiß. Ja, genau. Gibt den ganzen Matador, wie ich weiß. Und das heute, liebe Kinder? So. Wieso denn nicht? Das muss doch jetzt funktionieren. Und heute? Können wir mit dem Schwamm? Der Stier ist wütend, gibt Zeit für ein Rodeo. Nein, ich schicke dir nicht das Rodeo, sonst fliegst du mit. Der Stier ist wütend, gibt Zeit für ein. Ach komm, wie es so schön siehst. Gleich nochmal. Okay, der Stier ist also jetzt richtig, richtig wütig. Das Zeug können wir dann nicht mehr wegnehmen. Nur wie nehmen wir jetzt den Blut ab? Wir brauchen immer noch so eine Art Eimer. Und der einzige Eimer, der ja irgendwo da oben steht. Das ist der da innen. Der Topf. Da soll Toni noch. Und den können wir leider immer noch nicht mitnehmen. Der Richter nutzt da ja auch nicht viel. Man erkennt noch was. Ich muss es. Wie wär's denn dann mit dem Schwamm? Das ist ja heiß. Jetzt ist ein nasser Schwamm. Jetzt, okay. Tipptopp, ja, jetzt kommt dann, kommen wir gerade ein bisschen vorwärts. Ich denke jetzt, mit dem nassen Schwamm können wir ja sicher die Windschutzscheibe putzen. Muss das wirklich sein? Ja. Perfekt.
Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipu. Dämlicher Name. Schnutzipu. Hanek, wir brauchen einen Schlüssel für den Schnutzipu. Hallo nochmal. Hi. Rufus. Genau. Nochmal. Nochmal? Wie war noch gleich? Schnutzipu. Schnutzipu? Hm. Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipu. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Pink. Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ballett. Ich liebe das Ballett. Volltreffer. Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipu. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Danke, Hanek. Hat er den Schlüssel schon gegeben? Tatsächlich. Sofort zurück zum Truck. Mit dem Schlüssel tun wir den Truck auf. Also das mit dem Schwamm hat mir durchaus auch schon letzte Folge einfallen. Rein können wir nicht, aber den Hebel betätigen. Ich gehe nämlich da vorne auf, nehmen wir da auf. Hopp. Dann haben wir da eine Batterie. So viel Power in so einer Shortcut. Was für eine Verschwendung. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Ja, vielleicht müssen wir da den Zauber. Ich will an die Batterie sorten. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an... Au! Yeah! Sehr gut. Das sollte ich mitnehmen. Aber nicht mit bloßen Händen. Ja, nur... Das Zeug sieht ab. Ich denke, ich kann mir erlauben, dass ein paar Spritz... Okay, und wieder brauchen wir einen Topf. Ich frisse im Wasser. Ich kann einen Topf. Was ich hier brauche, ist ein Gefäß. Leider habe ich die Urne von Tonis Mutter bereits in meinem Unterwassergrill verbaut. Ach, du Scheiße. Wir brauchen wieder einen Kochtopf. Ich frisse im Wasser. Den Hebel können wir ja nicht nochmal betätigen. Der ist bereits auf. Genau. Also da hat es etwas, da hat es etwas und beides sollten wir in einem Topf mitnehmen. Aber wir haben keinen Topf. Wir brauchen einen Topf. Hat dann... Hat es dann da vielleicht bei der Notfallstation? Da hat es ja keine mehr. Lachgas-Container. Wie können wir Lachgas? Hebel, aber... Wie sieht es da mit dem Polizeifach aus? Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Da ist nichts mehr zu holen. Da ich spare mir meine telekinetischen Kräfte. Was haben wir da? Wir haben auch wirklich keinen... Das ist ein Dietrich. Ah, mit dem Dietrich könnten wir natürlich... Könnten wir natürlich... Da hat es auch nichts mehr. Mit dem Dietrich könnten wir natürlich sein Schrankfach hier auf... Das vom Medizinschrank, seinen Arztschrank aufmachen. Da hat es eine Fussfessel. Da besteht keine Fluchtgefahr. Die können wir nicht mitnehmen. Seit das Altersheim abgesagt ist, lassen sie mich nicht mehr zur Strafarbeit in die Schrottminen. Vielleicht funktioniert unser Rechtssystem ja doch. Es wäre mal ein lustiges Buch über ihn zu lesen, was er alles vorher gemacht hat. Können wir dann... Das geht doch dann oben raus. Können wir dann die Fussfesseln da rein tun? Wenn wir die da rein tun, den Hebel runter, nein, rauf. Nein, runter. Rauf. Jetzt müsste es doch da oben rausgehen. Mist.
Halt. Dann nehmen wir es wieder raus. So. Aber muss ich? Aber. Nein, aber. Wie schon gesagt, aber. Aber. Und nochmal aber. Wenn ich es jetzt hier wieder rein tue. So. Strike! Ich friss ja am Basen. Ich habe den Lauf. Wir nehmen die Handschale mit. Die Verbrechensrate hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. So ungefähr seit meinem 18. Geburtstag. Zum Glück ist dafür die Jugendkriminalität nahezu komplett verschwunden. Oh Mann, Rufus. Was machen wir bloß mit dir? Aber die Handschale bringen uns jetzt eigentlich auch nicht wirklich weiter. Hm. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Da besteht keine Fluchtgefahr. Wenn ich so ein... Also einfach das Erste, was mir so ein bisschen auffällt, ist natürlich, dass es da... Ja, das Loch hat. Oh, wo kommen wir denn da her? Ah. Da raus. Also da hat es das Loch. Wenn wir jetzt das Loch natürlich offen behalten könnten. Für Gitter. Da ist ein Loch in der Plattform. Moment. Na. Jetzt geht's nämlich nicht zu. Moment. Das Loch ist offen. Wenn wir jetzt da rausgehen, da führen. Dann sofort wieder vor die Stadt, da. Dann können wir jetzt hier rauf und uns den Dietrich schnappen. Ha, ein Lauf. Mit dem Dietrich können wir da sicher auftun. Perfekt. Jetzt haben wir einen Dietrich. Ja, was uns das bringt. Weiß ich jetzt auch noch nicht mit dem Moll, natürlich. Habe ich ja vorher noch gesagt, ich tipp. So, nein, rauf muss es. Und nochmal rauf. Und ein weiterer Teil für unsere Kriminalitätsrate wäre jetzt, wenn wir hier den Arztschrank auftun. Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Ich hasse Spritzen genauso. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. So, das haben wir mitgenommen. Was haben wir dann jetzt mitgenommen? Aufputschmittel? Und ich zum Glück... Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich... Ja, das trifft sich ja super. Wo kommt das Aufputschmittel nochmal her? Also auch in die... Dann hätten wir eigentlich schon mal das Kaffeepulver. Das ist ja... Perfekt. Ich kann Lauf. Was können wir denn noch mit dem Feuerlöscher eigentlich noch machen? Der ist so schwer, Mann. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer... Irgendwie noch nichts. Aber was ich jetzt noch schnell mache, ist... Ich mache gerade noch schnell den Kaffee fertig. Nicht, dass ich das noch vergesse. Da haben wir ja die Hälfte schon in ihrem... Aufputschmittel. Zeug drin. Ja, nochmal. So. Ich
Ich nenne die Mischung Rufus Schonungslos, der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Oh, Rufus. Mit Liebe gemahlen. Das Kaffeepulver haben wir also schon. Und das Ganze noch in einer Spritze, das, nein. Ach, ich habe eine weitere Idee. Jesus Gott. Ich muss eigentlich die letzte Folge ausschneiden, jetzt sind wir nicht weitergekommen jetzt. Eventuell. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Ha, Kinderspiel. Rufus, heftig. Hat es zumindest geklappt. Stierblut? Check. Das haben wir also. Ich habe mal gehört, dass Stierblut... Sehr gut, das haben wir auch. Es läuft. Jetzt brauchen wir nur noch für Zürich im Behälter. Ciao. Haben wir denn nicht mal so Handschuhe gehabt? Wir haben doch mal... In was müssen wir denn das eigentlich zusammen brauen? Belebendes Wasser haben wir. Hingerechtes Wasser weiss ich, was ist. Ein klares Wasser wird ziemlich sicher im Rathaus sein, aber wie? Klares, belebendes und energiereiches Wasser. Aber wie können wir... Ich habe ja nicht einmal ein Glas. Wenn ich ein Glas hätte, wäre es noch... ja wieder einfach. Was wir noch probieren können, ist... Wir haben ja... Haben wir den Dietrich noch? Ja, den haben wir noch. Mit dem Werkzeug können wir jetzt sicher auch die Hausapotheke... Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Was? Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Nicht im Ernst. Da bin ich jetzt ziemlich sicher gewesen. Kühlschrank haben wir ja auch nichts vergessen. Nein, oder? Nein. Können wir das Kaffeepulver schon mal aufbrauen? Man erkennt noch, was es ist. Ich muss... Okay, das können wir nicht. Und der Autsch, das ist die... Kann er einfach nicht wegnehmen. Das ergibt ja... Man erkennt noch, ich... Ja, putzen muss es nicht. Okay. Spinnt, da ist auch nichts mehr drin. Ich habe vergessen, dass unsere Hütte wäre... Also unsere... Ja. Der Toni, ihre Hütte haben wir doch ziemlich ausgeräumt, würde ich sagen. Da oben haben wir auch nichts mehr. Haben wir noch irgendetwas gehabt, wo wir nicht haben können auftun, wo wir jetzt mit dem Dietrich... Nein. So, wenn ich Toni kenne, wird sie uns ja auch den Schlüssel nicht einfach so geben. Oder? Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Ach, Toni. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensitz, aber auch er... Er ist an... Ist doch egal, nachdem du ihn... Also meine... Ja... Er liest jetzt etwa meine... Er liest jetzt etwa meinen Lauf. Das wäre nicht gut. Du hockst schon immer noch da. Ein Lobo. Über ihn finden wir auch nicht raus, wir können nicht mit ihm reden.
Und da, wenn man anschaut, sagt er nur... Selten so dämliche Hüte gesehen. Wie ich sehe, geht es... Ja, die anderen... Anscheinend haben die Müll... Was für Idioten. Aber die Upside ist doch, dass ein Platz in der Stadt könnte ich doch... Vergiss es. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Wo bist denn du die Heil, Lobo? Das kann man auch niemand sagen. Jeder! Spielverderberin. Lobo, wo bist du hier? Wo muss ich wegsprengen? Ich meine, ich könnte ja jetzt auch einfach. Das könnte ich zumindest. Ich könnte jetzt auch einfach. Irgendwelche nehmen. Ach, da unten! Nein, halt! Sehe ich denn das wirklich erst jetzt? Oha! Das Sprengsignal! Achtung! Sprengung! Da unten ist es ja! Oh, bin ich dämlich! Nein! Hätte das recht nicht gesehen! Schau mal da! Das ist genau am Lobo sein Hut. Und weg ist er. Ah, Lobo, alte Latschen. Einfach ein bisschen besser schauen. Aber... Jedes Amt braucht, vielleicht sollte das mal jemand dem Bürger... Hallo, Lotti. Du schon... Ja. Du schon wieder? Jetzt sind ja alle weg. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Jetzt müssen wir eigentlich nur den Wenzel loswerden. Aber der ist ja gar nicht da. Wieso warten wir dann? Wenn wir ihm einfach sagen, dass er da ist. Wenzel, alte Latschen, du bist dran. Das sagen wir dir aber erst in der nächsten Folge. Ah, da lassen wir noch in die Füße zusammenschlagen. Nachher ist unsere Zeit. Nein, hey, danke fürs Zuschauen. Wäre cool, wenn ihr das nächste Mal dabei wärt. Bis dahin, bleibt sauber, macht keinen Scheiß und ciao zusammen.